Liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu Second Age Total War. Oh mein Gott! Dein Ernst? Ich meine, ich habe jetzt eigentlich erwartet, dass der hier, dass Hirgon mitkämpft. Aber so haben wir eine gute Chance. Okay. Auf zur nächsten Schlacht. Die werden wir gewinnen. Er war Aragorn, Sohn von Aragorn. Der neunte und 13. Nachfolger in der Linie von Isildur. Und auch mehr wie Lentil als jeder vor ihm. Oh nee, eine Nachtschlacht. Bringt natürlich der KI mehr als mir. Aber auch nicht so viel, würde ich mal sagen. So. Ich möchte hier einen schönen langen Orksperrwall haben. Ach, wie schade. Ich habe leider nicht alle markiert. Oh. Gut, so haben wir eine schöne Kampflinie. An, aus. Ihr dürft rennen. Dann möchte ich zwei hier haben. Nee, ja doch, so hier haben. Und leider bloß einen an der einen Front, aber schlimm ist es jetzt nicht. Wir haben hier noch ein paar Bogenschützen. Feuerpfeile bringen nichts in zur Restrobor. Von der Moral her, da sind die Feinde leider zu wacker für. Okay. Und auf geht's. Ich werde auch versuchen, diesen Kampf hauptsächlich mit meinen Nazgul zu kämpfen. Da das hier alles bloß Militia ist, sollten die eigentlich ziemlich leicht ihr Moral brechen. Oh Gott, ist das dunkel. Auf YouTube wird es wahrscheinlich noch viel dunkler sein. Das tut mir ja schon fast leid. Was tut denn ihr? Ihr sollt rennen. Sehr gut. Ihr reitet schon mal nach vorne. Ah, Entschuldigung, Leute. Ah, der ist mir jetzt zu den Fleucht. Hübsches Militia habt ihr da. Hält es auch ein Nazgul Charge aus? Einen doppelten? Also, okay, jetzt haben sie es in Formation geschafft, aber hättet lieber feststehen bleiben sollen. Jawohl, schön in die Flanke noch rein. Gut. Und alle Nazgul gehen zurück, bitte. Hier haben wir. Gut, die sind schon mal gebrochen. Oh, Militia Archers. Drauf auf den. Oh, die gehen noch in das Militia rein. Ach, du heilige Scheiße. Und noch ein Nazgul-Schrei, bitte. Die Feinde werden nur noch fliehen. Kamul, hol dir die Militias. Only half the enemy force remains. Okay, du kannst hier auf die Militia Archers gehen, bitte. Die haben hier einen Plänkler-Modus an. Aber Kamul wird das schon schaffen. Gut, die sind gebrochen. Dann auf. Ich möchte nicht, dass die meine Reihen zu sehr ausdünnen. Sie schicken uns auf uns Pfeile! Okay. Feuer einstellen. Ich würde es mal so sagen. Ja. Ihr seid ziemlich am Arsch, Arscher-Militia. Die werden alle sterben. Ja. Man muss einfach als Mordor sehr schnell mit den Nazgul kämpfen. Wir haben sonst keine Chance gegen den guten Gondor-Einheiten. Die Nazgul sind unsere stärkste Armee. Das ist unser stärkster Druck. Die halten erstaunlich lange durch. Und jetzt. Ah, die werden wahrscheinlich den General hier drin haben. Los, da drauf. Auf geht's, Nazgul. Reitet.
Also ich finde diesen Rebellen-Verfolgungsmodus, wenn sie sehen, dass dort Feinde sind, dass die lieber auf die Fliehenden draufgehen, das finde ich schon ein bisschen lächerlich ab und zu. Komm, verfolgt das Arsch der Militia. Bevor die es schaffen, in der Sicherheit der Stadt zu kommen. So, muss ich sagen, Alter, die schwarzen Numenorianer haben hier ganz schön ihre Speerkämpfer niedergemetzelt. How can we serve? Indem ihr vielleicht das macht, was ich sag. Wir können einen eigentlich fast gleich tun. Und jetzt ist es vorbei mit ihrer Moral. Viele Statistiken der Welt verlieren, auf jeden Fall. Das ist verdammt der Tor. Is very much in our favor. Victory will be ours. Ja, der Sieg wird auf jeden Fall unserer sein. Und Attacke. How can we serve? Und noch ein Nassgeschrei, bitte. Ach, läuft das gut? Vor allen Dingen, eigentlich mit ihren Speerkämpfern müssten sie bloß dann. Ja, sie können nicht in einem Tor stehen bleiben. We've captured the enemy's general. Sehr gut. Guard him well and make it so he can see us defeat the rest of his army. Und hinterher, reitet weiter. Die Nazgul haben die Stadt eingenommen. Die verwenden Feuerpfeile. Böse. Los, ihr sollt reiten. Bewegt eure Pferde. Schön ist auch, die nähere Kavallerie, die hat einfach so viel Ausdauer. Das ist unglaublich. Was mich gerade immer ein bisschen ankotzt, ist bloß, dass die nicht anständig voranreiten. Würden sie schön hier durch die Gassen brechen, statt immer wieder abzubremsen, würden sie viel mehr Schaden machen. Los, reite! Ja, Archer alleine Bogenschütze allein reichen nicht aus, um uns zu besiegen. Vor allem, wenn es auch noch Milizbogenschützen sind. If we continue like this, we will smash the enemy. Wir haben den Feind gerade eben zerschmettert. Our men are in command of the city. Und zack, der letzte ist gefallen. Oder? Ja, sehr schön. Ihr habt es geschafft. Klarer Sieg, 31 Soldaten verloren, die uns sofort wieder nachgespawnt werden. Super. Auch nur ein Grund, weswegen ich eigentlich gerne die Nazgul verwende. Dann können wir uns Raubtruppen nämlich für den Kampf gegen andere Gondorianer sparen, gegen große Heere. Wie ihr auch gesehen habt, in der Schlacht von Osgiliath hat unser Hauptherr auch nichts anders gemacht, als die Feinde aufzuhalten, wenn das so. Have mercy, my lord! I have children to feed. Das ist ein Argument, das nehme ich nicht an. Eigentlich ist es ziemlich böse. So, jetzt haben wir noch keine Fanun. Jetzt sind wir eigentlich ziemlich weit fortgeschritten, muss man sagen. Also in den feindlichen Linien. We destroyed the enemy! Oh, schön. Wir haben Maikalat eingenommen. Mission Success, ja, für gerade 3 Einheiten Höhlendrolle, wollt ihr mich verarschen? Ich meine, schön, Höhlendrolle, wuh! Aber. Mit was soll ich denn die bezahlen? Come on! Objective, come! So, um Einheiten zu erstellen, brauchen wir immer noch hier den Schrein. Dann würde ich gerne einen neuen Spion. Hier brauchen wir auch einen Schrein von Melkor. Das Moko braucht eigentlich auch einen Schrein, kann sich aber nicht leisten. Ach, unser Geld. Also unser Geld ist immer noch ein Problem für sich. Und gegen die möchte ich eigentlich gar nicht erst kämpfen, muss ich zugeben. Das möchte ich eigentlich gerne jemand anders übernehmen lassen. Sind hier, haben wir hier genug Melkor? 35%. Ja, sehr gut. Dann ziehen wir mal aus dem schwarzen Tor. Now
Ein, zwei Trupps nach Mal'Galad, dass die Armee gleich weiter in den Norden marschieren kann. Ich weiß, vielleicht soll ich meine gesamten Kräfte auf Gondor bündeln, aber es wird nicht ewig dauern, bis Elendil kommt mit Gil-galad zusammen. Das wird garantiert passieren. Und wenn es nur gescriptet ist, irgendwas wird hier passieren und darauf möchte ich vorbereitet sein. So, in Osgiliath müssen wir ein bisschen warten, bis wir dort uns leisten können, Drogen zurückzulassen. Unsere Armee hat es ja trotzdem ziemlich erwischt. Dann wird es Zeit, dass wir nach Minas Anor oder Minas Tirith, wie es sie auch immer heißt, marschieren. Wenden wir mal den Zug. Was hat denn seine große Armee hier eigentlich vor? Der marschiert bloß hoch, runter, hoch, runter. Ich habe keine Ahnung von dem, was ich tue. Hoch, runter, ungefähr so. Nee. Osgiliath, Diebesgilde. Her damit. Ready. Und es heißt Minas Anor. This way. Kannst du... Ready. Hurry up. Es war den Versuch wert. Orks. Wer weiß, was sie hier vorhaben. Ja, ihr dürft jetzt erstmal über die Grenze marschieren. Get ready for fighting. Gott, die Armee hier. No sleeping here. No sleeping here. Kommen wir von hier aus irgendwie rüber? Ja, kommen wir. Könnten wir eigentlich schon in den im Norden Gondor angreifen, ne? Wir marschieren durch die Berge in Richtung Rovanion. Worum sich aber Ruhn kümmern sollte, weswegen wir... Doch, wir marschieren jetzt hier erstmal hin. Wir können ja auch von hier unten nach Lorien marschieren. So ist es ja nicht. Get ready for fighting. Sehr gut. Listen up. Höhlendrolle marschieren auch an die Front. Objective. Baradur brauche ich eigentlich mal anständige Katapulte, aber ich kann mir ja nichts leisten wegen meiner Riesenarmee. Get ready for fighting. No sleeping here. Ich überlege gerade, sollte ich die beiden Truppen zum Großarmee zusammenschließen? No sleeping here. Der blinde Sucherer. Okay. Eigentlich wäre es gar nicht mal so dumm, dann hätten wir eine Armee mit sehr viel Nasttruhe. Wir tun's. Orks! So. Get ready for fighting! Dich. Listen up. No sleeping here. Die Scouts lasse ich mal. Also, ich sag mal so, wir nehmen. Get ready for fighting. Get ready for fighting. Wir nehmen einen Trupp Scouts mit. Noch von denen, die wir hier haben. Der Rest kann für der Verteidigung. Listen up. Kann sich um der Verteidigung von Fiat kümmern. No sleeping here. Das dürfte reichen. Und das ist dann unsere Armee, die die Ehre hat, gegen Minas Anor zu marschieren. Nicht zu vergessen, den Hennef Anuin könnten wir eigentlich... Get ready for fighting. Get ready for fighting. No sleeping here. Ihr könnt zurückbleiben. Und ihr könnt euch bereit machen, um die Belagerung von Kaer Andros zu starten. So, ihr könnt nach hier unten kommen und könnt zu unterstützen. So, die Höhlendrolle kann ich ja nicht bewegen, dann habe ich die Armee. Kamuls Armee hat sie auch bewegt. Dann beenden wir mal noch die Runde für diese Folge, würde ich sagen. Und, oh mein Gott, wir greifen Minas Morgul an. Ich meine, ich könnte aufs Garrison Script hoffen bei der Verteidigung. Was ich auch tun werde. Denn solange wie die sich darum kümmern, können wir Ser Andros und Minas Anor einnehmen und können das dann nutzen, um gegen und nutzen dann die freigewordenen Truppen und Güter, um dann gegen Minas Morgul wieder vorzugehen. So, Osgiliath hat das, genau, dann kriegt Osgiliath gleich mal ein Grain Exchange reingedrückt. Und warum musste meine Mutter genau jetzt saugen?
hat in ihrem Leben nichts anderes zu tun, als Hausarbeit zu machen. Get ready for, get ready for fighting. Come on. War jetzt übrigens nicht ernst gemeint. So, du darfst doch in der Nähe in der Vanuons marschieren. Objective, no sleeping here. Orks, pick your feet up. Minas Anor. Das Ziel, zu dem wir wollen. Und jemand, der uns nach Minas Anor bringen wird. Ich möchte unbedingt gleich auf der Schlachtfeld dann begegnen. Ich hoffe mal, es funktioniert, wie ich es mir vorstelle. So Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge. Wenn wir versuchen werden, Minas Anor und Zeandros einzunehmen. Wer weiß, wie es laufen wird. Also Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ich mache jetzt selbst mal eine kleine Pause und schaue überhaupt, wie die Folgen bei euch ankommen. Tschüss.